Ja, ich habe gedacht, wir herfahren. Ich habe mich gefreut, zum kommen, weil wir als Bewegung Plus ja eine Familie sind. Wir sind ja nicht einfach verschiedene Kirchen irgendwo verteilt in der Schweiz, sondern wir sind eine grosse Familie. Und für die einen davon ist das jetzt vielleicht ein Schock. Also du hast auch Zürcher in deiner Familie. Ich gehöre dazu. Und wenn ich dich wäre, würde ich mich freuen. Aber meine Frau sagt manchmal auch... Bist einfach ruhig. Das Thema ist ja einander fördern. Und als Familie ist man ja unterwegs. Wir werden gefördert von Kindesbeinen an. Also, wir sind in eine Familie hineingeboren und die schaut zu uns. Oder? Gott hat es so eingerichtet, dass wir von Mami und Papi, wenn die sich gern haben, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber dann entsteht ein Kind. Und aus dem heraus nachher werden wir aufgezogen. Also, wir müssen laufen lernen, essen, schlafen. Und das machen die Eltern, die fördern uns. Und die führen uns über uns raus. Natürlich, Familie, ich weiss, dass auch einige Leute nicht so ein gutes Familienbild mitbekommen haben. Auch von der Kirche gibt es Leute, die manchmal sagen so, ach, und das stimmt. Manchmal ist es wirklich schwierig. Aber Gott hebt das Prinzip von Familie und Kirche nicht auf, nur weil da unperfekte Menschen sind. Sondern er baut sein Reich und er baut die Welt mit Familie und mit Kirche. Und bei mir ist es so ein bisschen, oder wenn du aufwachst mit 15, habe ich mich dann so gefragt, ja, hey, wie haben die das nur bis dahin geschafft, ohne meine Hilfe? Und so, also, die haben von gar nichts eine Ahnung. Und irgendwann wachsen dann die Eltern aus der Pubertät raus. Und dann, nachher plötzlich merkst du, hey, die haben so viel in mich investiert. Ich habe jetzt selber zwei Kinder und du merkst einfach, was die alles da haben, damit ich kann wachsen und mich entwickeln, wie sie mich gefördert haben. Und ich bin mega dankbar für das. Obwohl nicht alles immer in Ordnung war. Josie hat zum Beispiel den Glauben nicht so eine grosse Rolle gespielt. Und dann, ich bin katholisch aufgewachsen, so ein bisschen, wir sind manchmal am Sonntag hier, aber für mich hat es so keinen Sinn gemacht. Es war mir wie klar gewesen, es gibt Gott, aber da innen habe ich gedacht, also so wie die glauben, das brauche ich nicht. Aber Gott ist treu, ich durfte dann mit 18 lebendige Christen kennenlernen und dort habe ich gemerkt, hey, mir fehlt noch etwas. Ich bin noch nicht genug entwickelt. Da gibt es noch einen Jesus, da gibt es Gott, da gibt es Glauben, wo noch viel mehr möglich ist. Und die haben mich gefördert auf meinem Weg hin zu dem Jesus und sie haben mir geholfen, dass wo Jesus dann mein Herz weich gemacht hat und da angeklopft hat, dass ich auch Türen aufmachen konnte und er konnte Einzug haben in meinem Leben. Und er hat mich gerufen und ich habe den Ruf verstanden und das hat so viel in meinem Leben geändert. Und es ist mega wichtig, dass wir den Schritt hinmachen können zu Gott und uns ihm anvertrauen. Deborah ist ja ordiniert worden, weil sie eine Ordinationsarbeit schreiben. Und der Titel dieser Arbeit war, wie Eltern ihre Kinder im Glauben fördern können. Und sie hat geschrieben, bevor Gottes Glaube in unserem Zuhause sein kann, muss er in unserem Herzen sein. Wir müssen selber ergriffen sein vom Glauben und vom Leben von Gott, damit wir es nachher den Kindern weitergeben können. Aber eben nicht nur das, sondern auch unseren Mitmenschen um uns herum. Sie schreibt weiter, damit die Kinder teilnehmen können, ist es wichtig, dass die Eltern Verantwortung übernehmen, ihre Kinder an die Anlässe schicken und diesen Veranstaltungen Priorität einräumen. Wie soll das Kind ein Gruppengefühl entwickeln oder die Wichtigkeit des Glaubens erkennen, wenn es nur jedes zweite oder dritte Mal dabei ist? Es ist unsere Verantwortung, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, damit wir einander fördern und entwickeln im Glauben, in der Gemeinschaft, in unserer charakterlichen Entwicklung. Wir brauchen einander. Wir können niemand, also was für Kinder gut ist, kann doch für uns Erwachsene nicht schlecht sein. Manchmal denkt man so, aber eigentlich, die Sachen gelten genauso für uns. Also wenn du kannst, sei dabei in der Lebensgruppe, sei dabei im Gottesdienst. Es hilft dir und es hilft anderen. Ja. Wenn man zwei, drei Sachen beachtet, und dort komme ich jetzt dann gerade dazu. Wir können ja niemand zum Wachstum fördern zwingen, also zur Entwicklung zwingen. Das ist wie wenn man bei einer Pflanze ziehen würde, damit sie wächst. Aber was wir können machen? Wir können zusammen ein liebevolles, vertrauensvolles Klima schaffen, in der Kirche, in der Lebensgruppe, im Team, wo wir zusammen arbeiten. Und dort drin ist dann ein Ort, wo man wachsen kann und sich entwickeln kann. Aber alles fängt eigentlich an mit der Gemeinschaft zu Gott. Eben, er muss zuerst da sein, bevor er in meinem Zuhause und in der Kirche sein kann. Die Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen in der Apostelgeschichte folgenden Vers.
Durch ihn allein leben und handeln wir. Ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Wir sind Kind von Gott, weil Gott der Anfang von allem Leben ist. Alles, was wir haben und sind, haben wir durch ihn und in ihm. Und darum ist das Geschenk vom Leben Gnade, das ist Ausdruck von Gottes Güte. Und mit ihm können wir durch den Weg gehen und uns entwickeln, weil er uns beschenkt, weil er uns in die Gemeinschaft stellt. Wenn wir glauben, dann sind wir nicht einfach irgendwo mal eine Entscheidung und dann leben wir ein bisschen für uns und schauen irgendwie Predigt im Internet und ein bisschen Worship auf der CD, sondern wir sind berufen zu einer lebendigen Gemeinschaft, zu der Kirche und zu einer echten Auseinandersetzung miteinander. Natürlich können wir nicht auf alle Stimmen hören. Wir müssen schon schauen, auf wen wir hören. Wem geben wir unser Vertrauen und lassen uns beeinflussen und fördern und entwickeln. Aber der Martin Buber, das ist ein jüdischer Philosoph, der hat gesagt, ich werde am Du. Und hat mit dem eigentlich gesagt, wir können niemals unser ganzes Potenzial ausschöpfen, das in uns drin ist, wenn wir nur für uns selber leben. Wir brauchen unsere Nächsten. Die ganz Natürlichen, also Brüder und Schwestern, Eltern, Lehrer, Sporttrainerinnen. Aber wir brauchen auch Nächste, Liebe, Christen um uns herum, die uns helfen, uns zu entwickeln. Das zu werden, wo wir dazu geschaffen sind. Und für das brauchen wir eigentlich zwei Sachen. Das erste ist der Wille zum Zuhören. In den Sprüchen heisst es, gib dem Weisen und er wird noch weiser. Belehre den Gerechten und er lernt dazu. Im zweiten Spruch, in der Sprüch 15,2 heißt es, die Zunge der Weisen fördert das Wissen, aus dem Mund der Dummen aber sprudelt Torheit. Also, wenn da Leute sind, die selber schon gereift sind und gewachsen sind und gefördert worden sind, wenn denen zulässt, dann hat das einen positiven Einfluss auf dein Leben. Also, hören wir doch her, hören wir doch einander zu. Im Jakobus 1,19 steht, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird. Lass einander zu. Denen, die du vertrauen kannst, schenk dem ein Ohr, damit du dich kannst entwickeln, damit du kannst wachsen und dass die Leute in dich investieren können. Wir haben eine Frau bei uns in der Kirche, die war lange Single, hat darunter gelitten, hat sich dann endlich verliebt, einen Mann gefunden und das war nicht so ein gutes Modell. Und dann nachher hat die ganze Kleingruppe hat zu ihr gesagt, heirate den Mann nicht. Er glaubt nicht und er ist ein charakterlich ein kantiger. Sie hat sich trotzdem entschieden, den Mann zu heiraten. Und ich leite sie 12 Jahre bewegt. Es gibt praktisch nicht einen Sonntag, wo sie nicht heulend in der Reihe hockt und darunter leidet, weil sie das Gefühl hat, sie wisse es besser. Sie müsse nicht zulassen. Sie könne selber entscheiden. Und sie will sich nicht reinreden lassen. Es ist ein Leiden. Sie ist nicht davon gelaufen. Sie trägt ihre Konsequenzen. Aber es hätte gar nicht sein müssen. Es ist ein Drama, das man hätte verhindern können. Und so gibt es verschiedene Dramen in unserer Gesellschaft und auch innerhalb der Kirche, die man verhindern könnte, wenn man zulassen würde. Suchtproblem fangen mit dem an. Bankrott, Privatbankrott fangen damit an, dass man einfach nicht zulassen will. Ehen werden geschieden, weil man nicht aufeinander hören und sagen, ja, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht muss ich umkehren. Vielleicht bin ich ja falsch. Vielleicht muss ich etwas anderes machen. Hören wir doch denen zu, wo wir vertrauen können, damit die uns entwickeln und uns fördern und sich in uns investieren. Wir brauchen einander. Wir brauchen den Willen zum Zuhören. Und je mehr wir uns entwickeln lassen und fördern lassen und uns etwas sagen lassen, umso besser können wir nachher wieder andere entwickeln und fördern und ihnen etwas Gutes zusprechen. Es geht nun mal so. Wir selber müssen wachsen, damit wir vorbildlich Verantwortung übernehmen können und wieder anderen helfen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Der Martin Buber sagt, wir werden am Du. Das Zweite, was wir brauchen, ist der Wille, zum gut zu reden. Also nicht nur gut zuhören, sondern auch gut zu reden oder segnen. Es steht im Epheser 4,29. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, sondern was gut ist und zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern wohltue. Der Begriff Erbauung ist ein architektonischer Begriff und meint wirklich ein Haus bauen.
Und ich habe euch da so ein bisschen Lego mitgebracht, das das wie soll symbolisieren. Aber vorher möchte ich noch schnell ein Zitat von Rob Bell zitieren. Es ist auf Englisch, ich habe es auf Deutsch übersetzt. Er sagt, Gott erwählt Menschen, damit sie andere Menschen segnen. Berufen, auserwählt, vorherbestimmt, was auch immer wir für Begriffe für diese Wahrheit verwenden. Der Punkt ist der. Es geht immer darum, dass eine Person berufen, auserwählt und dazu bestimmt ist, anderen zu dienen und deren Leben besser zu machen. Um das geht es. Und wenn wir einander dienen oder wenn wir einander fördern, dann braucht es wie die bewusste Entscheidung, hey, heute Abend bin ich nicht einfach nur der, der innen sitzt in der Kleingruppe und am Schluss noch ein Amen sagt, sondern ich bringe eine Ermutigung mit. Ich sehe jemanden, der traurig ist und ich lege den Arm auf die Schulter und sage, komm, ich bete für dich. Wir müssen uns für das entscheiden. Und manchmal haben wir gar keine Lust. Dann bist du müde, dein Tag ist selber. Und du denkst so, ah, ich brauche dies. Aber wenn alle nur da hocken und sagen, ich brauche dies, dann haben wir nur traurige Leute im Kreis. Aber wenn wir zusammenkommen und sagen, hey, ja, heute Abend will ich jemanden beschenken, heute Abend will ich jemanden trösten, dann sind wir Gesegnete in einer guten Gruppe. Also, das hier soll unser Leben symbolisieren. Und die grüne Platte, der Boden, das symbolisiert die Gnade von Gott. Gott ist gnädig und schenkt uns Leben und Gemeinschaft. Und das ist der Grund, warum wir unser Lebenshaus darauf bauen können. Wir fangen an als Babys und kommen ganz einen Haufen Sachen mit über. Danke und Bitte sagen und das Füdli putzen und Zähne putzen und in die Schule gehen und lernen und all diese Sachen. Und dort gibt es natürlich auch Sachen, die nicht nur einfach sind, dass wir Sachen eben vielleicht auch mit auf den Weg bekommen von unserer Familie oder von Freunden, oder eben nicht Freunde finden, die dann Sachen über unserem Leben aussprechen, die nicht gut sind. Aber grundsätzlich, wir werden nicht allein, wer wir sind, sondern immer in Interaktion mit anderen, die etwas in uns hineinlegen, in uns investieren, uns fördern. Und das sind die Lego-Steine, das sind so ein bisschen Giveaways. Wenn wir noch mit ankommen, geben wir es weg. Oder? Manchmal gibt es Nastücher, bei denen gibt es Zündhölzchen. Aber wenn du kommst, kannst du Hoffnung und Trost bringen, du kannst Mut bringen, du kannst Zuversicht verströmen, du kannst ein gutes Wort von der Ermutigung, ein prophetisches bringen. Und das ist uns gegeben von Gott. Das sind die Lego-Steine, wo wir wie andere in uns können investieren oder wo wir in andere können investieren. Jetzt gibt es natürlich auch dunkle Sachen. Ich habe es gesagt, eben, vielleicht zeigen die Leute über uns, ja, du bist zu dumm oder du kannst das eh nicht. Oder bei mir zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann nicht also Handwerker. Es hat auch Beweis dafür gegeben. Einmal habe ich in der Küche ein Tabla armandiert, alle Kochbücher drauf. Das war so im ersten Jahr, als wir geheiratet waren. Mitten in der Nacht, badam, badam, badam. Dann ist das Brett mit allen Büchern und den Schrauben zur Wand rausgekommen. Und dann sind wir an der Bibelschule und dort war die Inge, die war so die Hausdienstverantwortliche. Und die hat gesagt, Philipp, du kannst das. Du gehst dort her und montierst ein Brünneli. Ich dachte, ich kann nicht einmal ein Brett montieren. Wie soll ich denn ein Brünneli montieren? Und sie hat gesagt, du kannst das. Und weißt, wenn es rauskommt, dann flicken wir es nachher wieder. Und sie hat mich so ermutigt und hat eigentlich das schlechte Bild, das ich hatte, das da bei mir drin war, so der schwarze Stein symbolisiert jetzt, du kannst nicht handwerklich sein, hat sie dann austauscht und hat gesagt, es ist wie geheilt worden durch Jesus, es ist etwas Neues geworden, du kannst ein bisschen handwerklich gut sein. Also ich baue heute noch keinen Schrank zusammen, aber es geht schon viel mehr, es ist schon vieles geworden. Und eben auch in anderen Bereichen von meinem Leben ist Jesus reingekommen und hat etwas heilen können, hat etwas neu werden. Zum Beispiel war ich früher sehr ängstlich und wütig, zornig in mir drin. Ich habe dann teilweise wirklich bin ich ausgeflippt an Kleinigkeiten. Einmal habe ich, wir sind dann noch nicht geheiratet gewesen, mit meiner Frau zusammen haben einen Zopf gemacht für Ostern, wo die Schwiegereltern kommen. Und dann mache ich da so, ich bin gelernter Koch, also eigentlich müsste ich es können. Ich mache so eine Mehltuhle und dann nachher kommt der Trieb Milch und dann bricht der Mehldamm und es läuft einfach alles über die Armaturen runter. Und ich bin so ausgerastet, dass meine Frau damals eine Freundin brüllend im Türrahmen gestanden ist und ich dachte, hey, was läuft? Und sie sagt, weißt, ich habe Angst, dass du mal auf mich losgehst, wenn du so bist. Und dann ist es mir so eingefahren, ich dachte, ich brauche einfach Jesus, der das heilt. Ich brauche Jesus, der mich neu macht an diesem Punkt.
Es hat noch andere gegeben, die ziellos zum Beispiel. Ich bin orientierungslos, ich habe nicht genau gewusst, was soll ich mit meinem Leben und wo geht es überhaupt her. Und dann kommt Jesus in mein Leben und verändert alles. Heilsachen, Unsicherheit. Ich habe in kleinen Gruppen habe ich mich nicht geäussert. Ich habe Schiss gehabt, zum Reden vor Menschen. Und jetzt siehst du ja, was ich heute mache. Gott hat wirklich etwas Neues gemacht. Und das ist, wenn Leute uns ermutigen, wenn sie gute Sachen in uns hineinlegen, in der Gemeinschaft der Kirche, gute Freunde. Wir müssen auch schauen, eben, wem hören wir zu. Aber wenn wir mutig sind zum Zuhören und mutig sind im Ermutigen, im gut Zureden, dann kann so vieles werden in unserem Leben, weil es Gott so eingerichtet hat. Wir können heil werden. Und wenn jetzt die Band da vorne ist und ein bisschen Musik spielt, will ich dir einfach zwei, drei Fragen stellen. Also das eine ist, hast du dein Herz schon mal so wie ich aufgemacht, damit Jesus den Raum bekommt? Es gibt einen Vers in der Offenbarung, dort sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir aufmacht, zu dem will ich reingehen und mit ihm das Leben gestalten, das Leben teilen. Meine Frage ist, hast du deine Herzenstür schon mal so aufgemacht für den Jesus? Gibt es da schwarze Sachen in deinem Leben, die heilen müssen, die ganz werden müssen, die neu werden müssen? Dann möchte ich dir einfach Zeit geben, um zu überlegen, hey, vielleicht wäre heute Morgen der Moment, um eine Entscheidung zu treffen. Heute Morgen, jetzt der Tag, wo du sagst, okay, bisher habe ich ohne Gott gelebt, aber vielleicht kann der mir ja helfen. Wenn du das bist, dann möchte ich dir nachher eine Möglichkeit geben, auf das einzugehen. Zu antworten auf das. Aber vielleicht bist du auch da und merkst, eigentlich haben in den vergangenen Wochen, Monaten Leute zu mir geredet und ich habe nicht hören wollen. Vielleicht ist wirklich dran, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, es stimmt, ich muss umkehren. Genau, ich muss genauer herhören. Was haben die mir eigentlich wollen sagen? Anstatt einfach nur verletzt reagieren oder davonlaufen, wirklich anhören und sagen, vielleicht ist heute der Moment, wo du sagst, okay, was muss ich hören? Vielleicht ist das für dich heute dran. Oder vielleicht bist du völlig in Peace, alles ist gut, aber du merkst so, ja, so, mein Glaubensleben könnte ein bisschen mehr Frische oder Leben haben. Dann ist vielleicht der Moment, dich zu entscheiden, hey, ich will ein Segen sein. Ich will segnen, ich will gut zusprechen. Ich will, so wie es im Epheserbrief steht, das Gute sagen. Ich will das Gute bringen, was zur Erbauung ist, was am nächsten Wohl tut. Ich will mich aktiver in Menschen investieren und sie fördern. Vielleicht ist das dran heute. Die Band spielt ein bisschen und ich gebe dir einfach einen Moment Zeit, um zu überlegen, hey, wo stehe ich und ist etwas dran? Und nachher möchte ich noch gerne für dich beten. In der Offenbarung steht im Vers 23, steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich. Wenn du heute Morgen da bist und merkst, hey, ich habe den Jesus noch nie, ich weiss gar noch nicht genau, was ich mit dem soll, aber ich spüre, ich brauche Hoffnung, ich brauche Rettung, ich brauche Veränderung, ich will, dass meine Schuld weggeht. Wenn du das heute Morgen bist, dann bitte ich doch, dass alle einfach die Augen zu haben und dass du deine Hand aufstreckst. Und ich würde auch gerne für dich beten, damit etwas Neues werden kann. Dass die schwarzen Lego-Teile in deinem Leben austauscht werden können. Etwas Neues und heil werden dürfen.
Wenn du das bist, dann halt doch deine Hand auf. Und es hat nachher auch ein Gebetsteam, das nachher mit dir auch noch reden will und schauen, was das für deine Zukunft bedeuten kann. Aber wenn du heute Morgen da bist und merkst, hey, ich brauche den Jesus, dann triff die Entscheidung. Mach dein Herz auf, er klopft an und sagt, komm, lass mich in dein Leben. Ich will mit dir deine Probleme und deine Hürden überwinden. Wenn du das bist, halt doch deine Hand. Es braucht ein bisschen Mut, aber es wird dein Leben verändern. Es wird Gutes in dein Leben bringen. Danke für die Hand. Ich will Gott beten. Lieber Gott, du kennst das Menschenleben, das hinter dem Zeichen von der Hand ausstrecken steht. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt auch, was muss heil werden. Du weißt, was muss ganz werden, was muss neu werden. Wir bitten dich, Herr, dass du Einzug haltest in dem Leben. Wir bitten dich, Herr, dass die nächsten Schritte sichtbar werden, was es heisst, mit dir einen Weg zu gehen. Wir bitten dich, Herr, dass du Herzensaugen aufmachst, damit die Person kann sehen, was es heisst, mit dir zu leben. Und dass Sachen können ins Reine kommen. Ich danke dir, dass du gestorben bist für alle Schuld, die dort steht, zwischen dir und dieser Person. Und dass Heilung möglich ist durchs Kreuz, dass Befreiung möglich ist durchs Kreuz und dass ein Neuanfang möglich ist durchs Kreuz. Danke vielmals, Jesus. Amen. Geh nicht heim, ohne heute noch mit jemandem da vom Ministry-Team zu beten. Die werden nachher da vorne sein und du kannst mit ihnen nachher schauen, was nötig ist als nächster Schritt. Ich möchte, wie versprochen, den zweiten Aufruf machen. Wenn du heute hergekommen bist und merkst, hey, ja, ich muss zuhören oder ja, ich will bewusster Menschen segnen, dann heb doch deine Hand auf und ich möchte einfach gerne für dich noch beten. Wenn du sagst, ja, das bin ich. Ich merke, irgendwo ist etwas klar geworden oder ja, ich will bewusster Menschen fördern, ihre Entwicklung, sie ermutigen. Ich will mich mehr verschenken. Wenn du das bist, dann will ich dich gerne segnen. Cool, danke für die Hand. Guter Gott, ich stehe da, um uns als Gemeinschaft in deinem Namen zu segnen, aber ganz besonders die Leben, die hinter diesen Händen stehen, Jesus. Das sind ja nicht einfach nur Hände, das ist ja nicht nur ein Zeichen, sondern das ist ja eine ganze Lebensgeschichte. Und ich bitte dich, Herr, dass du denen, die besser herhören wollen oder wo etwas bewusst worden ist, hilfst, mutige Schritte zu treffen, dass Neues kann werden, dass Entwicklung kann passieren, dass Heilung kann werden, Jesus. Und gerade bei denen, die Aufschrift haben, zu sagen, ja, ich will der sein, wo, oder die sein, die einen Unterschied macht, die Kultur bildet, die andere fördert und ermutigt und du verbaut. Bitte ich, dass du die Hände fühlst, dass du das Herz fühlst, dass du Gedanken fühlst, Heiliger Geist, dass klar wird, hey, heute kann ich das geben, jetzt kann ich das geben, da kann ich segnen, da kann ich ermutigen, da kann ich Trost spenden, da kann ich Hoffnung bringen. Jesus, füll du Hand, Herz und Gedanken, dass mehr als genug da ist, um andere aufzubauen in deinem Namen, Jesus. Danke fürs Leben. Danke, dass du uns lieb hast. Amen. Amen. Segnet.